Ich mach zwar keine Cartoons, aber wenn ich Cartoons machen würde, dann würde ich sie schon richtig machen. Ja, mit was für einem Programm machst du das? Könntest du das auch mit einem anderen Programm, also so auch so, weiß ich nicht. Kennst du sowas wie Simon the Cat? Der hat auch mehrere Millionen Abonnenten bei YouTube. Oder halt sowas wie Ich bin eine Biene, das kennst du bestimmt auch. So farbenfroh, oder was kannst du bestimmt auch machen, ne, dieses Animieren. Also mich würde interessieren, wie du das machst und ob du dich da auch noch steigern könntest. Ich will nicht sagen, dass du das schlecht machst oder so, um Gottes Willen. Aber ich frage mich, ob du dich da noch steigern kannst, ob du noch mehr drauf hast. Du klingst ja überhaupt nicht so wie der Synchronsprecher von SpongeBob. Verrat mir doch mal, wir hätten doch Sex Vibration von Yamba raus. Coole Trickfilme, weiter so. Lustiger Adam. Ganz ehrlich, ich mag sowas nicht. Also, ich check das nicht ganz. Ist Zeichnen dein Hobby, oder? Das ist nämlich echt schlecht gezeichnet. I really liked your Keanu Reeves sketch. Even though I respect him majorly. Du verdienst es zu sterben. Ich finde, mit Kritik solltest du schon fertig werden können, ja? Und jetzt halt dich fest. Am Montag beginnt meine 2-wöchige Sprecherausbildung. Und danach kann ich noch viel mehr Kritik ausüben. Ich habe 1 Milliarde Abonnenten auf YouTube. Also wenn wir das Ding gemeinsam machen, bin ich derjenige, der sagt, wie es richtig gemacht wird. Genau! Witzig! Läuft! Ha ha ha!